Ja, Rufus, da bin ich nun mal wieder da und wir fangen an, direkt mal eine Runde zu zocken, würde ich mal sagen. Wir sind ja hier stehen geblieben, wie jedes Mal sind wir irgendwo stehen geblieben. Und wie ich sehe, sind hier sehr viele Sachen. Also, man muss hier echt den Überblick erstmal haben. Aber das gute Auto sprechen wir erstmal an. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Ja, wahrscheinlich. Ist auch etwas logisch, aber muss ja nicht logisch sein immer. Alles ist ja nicht logisch immer, ne? Joa. Ja, Trucktür. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. So ist das nun mal im Leben. Die wichtigsten Sachen funktionieren nun mal nicht, ne? Ja, der Stier hier. Was sagt er uns? Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Toro, Toro! Nee, 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 das ging noch. Man kann den ja auch angucken. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Ja, das ist nun mal so. So, schwarzes Brett. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Woher du so viel weißt, ne? Ja, gehen wir. Ja, sollen wir jetzt schon reingehen oder? Ich will ja hier nichts übersehen, ne, Rufus? Also, ich würde mal sagen, erstmal rein. Oh la Was ist la. denn hier los? Ja, lauf noch ein bisschen langsamer. Noch ein So bisschen. einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Aha. Interessante Information, muss ich dir echt sagen, Rufus. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. In die Gasse? Nee, jetzt zu den. Ins Ghetto und da will ich jetzt noch nicht hin. Nein, wohin? Wassertank? Nö. Joa, ich würde mal sagen, zu der Menschenmenge. Hör mal der Reihe nach. Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Mann, der Kollege hat eine richtig schöne Stimme. Ne? Hier der, ne? Gonzo. Ne, Gonzo ist der hier. Ne, doch. So. Der hat bestimmt nie geraucht oder sonst irgendwelche Sachen genommen. Ein ganz netter Bursche. So, Magnete sind immer gut. Die brauche ich immer. Jeden Tag manchmal. So, was sagt hier unser Automat? Ich hasse Schlangen. Joa, Rufus, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Zack. Ja, dann nehmen wir die Wartenummer. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Fast, fast ist gut, ja. Ja, sollen wir jetzt mal hier alle ansprechen am besten, ne? Der mit der Propellermütze. Der ist sehr sympathisch, etwas zippelig hier, der Typ. Aber, was sagt der so? Selten so dämliche Hüte gesehen. Ja, Hammerhüte wollte ich schon immer haben, aber was sagt der? So. Ja, fangen wir mal an. Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie, aufnimmt? Lotek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft, eingegliedert werden. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich Rost schrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Aber da guckt er so. Rufus? Rufus. Was?
Naja, der Rufus war gerade mit den Gedanken woanders, Leute. Ihr müsst immer ein bisschen verstehen, ne? Also er sieht die Kleine ja nicht als Gebrauchsgegenstand wie ihr, ne? Also. Das Mädchen gehört zu mir. Das hat immer noch der Bürgermeister zu entscheiden. Ja, ne? Normal. So. Wie komme ich zum Bürgermeister? Ganz einfach. Zieh dir eine Nummer und stell dich hinten an. Mann, das war ja aber auch sehr einfach und Leute, ich glaube, ich habe den Schritt schon gemacht, ne? Also die Nummer habe ich schon, aber wie wär's mit tauschen oder irgendwie sowas? Könnt ihr mich vorlassen? Ich hab's ein bisschen eilig und... Ach so. Na dann! Willst du meinen Stuhl haben? Sollen wir dir was zu trinken holen, während du wartest? Wir könnten dir auch einen Kuchen backen. Echt? Ich mag Kaktuskuchen, aber keine Rosinen bitte. Und, ach so, Mist, jetzt habe ich Hunger. Ja, das war ja auch alles ernst gemeint, Rufus. Das ist keine Ironie oder sonst was. Also, nee. Ja, Im Ernst, lasst mich vor. Hör mal, Rufus, das war eben kurzwitzig. Jetzt ist es halb nervtötend. Und halb traurig. Okay, habe ich ja verstanden. Ja, der gute Mann hat eine richtig geile Stimme, also muss ich schon echt sagen. Ja, wo ist das Mädchen jetzt? Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Ja, das ist sehr schlecht. Ja, da brauchst du auf jeden Fall eine Arbeitskraft mit Armen, ne? Also die auch funktionieren, ne? Jo, und dass sie im Koma jetzt ist oder bewusstlos ist, ist ja nicht selbstverständlich, weil man fällt ja jeden Tag von 10.000 Meter Höhe runter und es passiert ja nichts, ne? Also ist ja alles ganz normal. Nette Hüte, ja. Nette Hüte? Hab ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Ja, der war gar nicht mal so schlecht. Also, ja gut, ich verschwinde. Ja, die haben mir aber jetzt auch nicht weitergeholfen. Irgendwie komme ich erst nach denen ran, oder was? Naja. So, was gibt's hier so Schönes? Öffnungszeiten. Die wollte schon immer wissen. Deswegen bin ich ja überhaupt hier. Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Puh, Fragen über Fragen, Rufus. So, die Lotti, was sagt die uns so? Hier mit den erotischen Lippen und... Ja, richtig erotisch hier alles. Also, Lotti, was sagst du? Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Ja, Mittwoch und Donnerstag oder so. Keine Ahnung, beides zusammen. Irgendwas. Ja, wo ist die Frau, ne? Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Schon wollen hier alle helfen. Flittchen. Na, so was sagt man nicht. Und wir sind ja nicht wegen ihr da. Wir sind natürlich wegen dir da. Das ist doch selbstverständlich. Also, deswegen reden wir ja auch mit dir, ne? So, gib uns mehr Informationen. So, ich will zum Bürgermeister. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Ja, das sagt jetzt irgendwie jeder hier, also... Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Ah, heute ist ja jemand richtig gut gelaunt. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Oh Mann, dieser Wenzel, ey. Der kommt ja immer dazwischen irgendwie, ja? B-
Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran! Wenzel. Genau! Wenzel. Achte auf deine Stimme, achte auf deine Stimme. Die ist nicht so, naja, ne? So. Ja, das wollte schon immer sagen. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also mich. Heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Na gut, dann, jo. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Ja, gut. Zur Poststelle. Stopp! Das Postamt ist bis auf Weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat! Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Ja, keine Panik. Ich will da nicht rein. Okay, Sitzungssaal. Goal, ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Ja, Rufus, das ist sehr schlau. Also mach das mal. Er geht ja sogar voll alleine, also ich muss ja nichts machen. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt Dr. Gizmo. Wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Wie, was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten springt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Okay, wie es aussieht, hat er uns jetzt einen Tipp gesagt. Hier brauchen wir mal Kaffee. Kaffee ist immer gut. Ja, was sagt die Goal so? Was soll ihr denn schon großartig sagen, wenn sie so hier dumm rumliegt, ne? Ja. Wie friedlich sie schläft. Da hilft nur extra starker Kaffee. Ja, dann machen wir das. Holen wir uns, ja. Hey, Goal. Goal. Aufwachen. Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Nun ja, wenn man es täglich macht und das auch 12 Stunden lang, ja, dann ist man Experte und so, ne? Ja, in den Saal wieder. Hier ist jetzt nichts mehr zu holen. Also, wie es aussieht, brauchen wir Kaffee. Das? Oh, Geheimgang. Rein. Karton. Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Da ist jemand ein Fan von dir, ne? Ja. So, wo sollen wir jetzt noch hier hin? Kann man hier noch was anklicken, anfassen, sonst was mitnehmen? Nee. Jo, dann gehen wir erstmal raus. Viel zu holen ist hier leider nicht. Also raus mit dir, Rufus.
So, Leute, dann bin ich wieder da. Wie sieht's aus hier? Noch immer, seid ihr nicht fertig hier? Zum Büro, ja. Halt! Was? Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Ja, ja, ist okay. Dann gehe ich erstmal raus. Hier will scheinbar mich keiner sehen, keiner haben, keiner nichts. Also, was gibt's hier so Schönes? Boah, hier kann man ja überall was anklicken. Ja, runter mit dir erstmal. Sag zu Tonis. Ah, nicht zu Tonis Hütte. Okay, das ist der Laden. Dann gehen wir erstmal hier. Was? Ah, okay. Ja, Rufus. Heute ganz schnell hier unterwegs. Oh! So. Okay. Nein! Du warst schon richtig hier. So, lass mal hingehen. Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Ja. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel, der Meister der Schwerkraft, der Himmelsstürmer, der Windjockey, der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier, direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht, diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich, oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Auf jeden Fall, Rufus. So, wie läuft das Geschäft eigentlich? Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Der war gar nicht mal so schlecht, okay. Ja. Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Unser Rufus ist aber immerhin ehrlich, ne? Also, ne? Also er lügt nicht, ne? Also, ist schon mal ein cooler Kerl. Ja, weiter geht's. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Naja, ist ja dein Geld, von daher kann man es ja auch benutzen, ne? Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Nun ja, sag aber nie, nie, ne? Also, ja. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg. Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Ja, ja, ja. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Oh, ganz, ganz lieb von dir. Also vielen Dank. Ja, hier, ich habe viele Termine und so, ne, also. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Also, es ist doch, Toni ist doch unsere Freundin oder nicht, Ex-Freundin oder sonst was. Oder er meint das
es seine Freundin ist. Keine Ahnung, aber sie ist ja ganz nett, ne, also. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken, was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Ja. Kram. Haken. Finger weg von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Ja, aber beides hört sich so gleich an. Also ist das ja gar nicht mal so verkehrt. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken. Was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle... Ja, hab ich schon kapiert, ja. Kram, Mühle. Ist das eine Kaffeemühle? Okay, das ist sehr gut. Kurbel. Oh. Ja, nochmal. Ja, jetzt Kaffee holen, hä? Ach. Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen. Okay, das heißt schon mal, ich brauche auf jeden Fall erstmal die Zutaten, dass ich ja überhaupt was zum Kurbeln habe. Okay, ja. Ich würde mal sagen, erstmal mach ich einen schönen Cut. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, ne? Also, bis hierhin, danke fürs Zuschauen und ja. Euer Sakatiers. Bis dahin. Bis.